Ja, moin moin, ihr Flüte und auch heute liebe Landratten und Rädchen da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, wir sind zurück bei Pippin und können ihm jetzt Bericht erstatten. Ja, sie ist echt schwierig. Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Eine zusätzliche Belohnung? Fragen kostet ja nichts. Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Übrigens habe ich dieses Buch mit Trankrezepten in Keenbridge gefunden. Wäre das nützlich für Sie? Ist das Fatimas Rezeptbuch? Wenn ja, dann verdient sie es nicht. Ja, nicht unbedingt. Tut man so, als ob. Oh, ich wusste nicht, dass es Fatimas ist. Manche Dinge sind unter Zaubertrankbrauern heilig. Ich bringe es ihr sofort zurück. Bestimmt. Auftrag abgeschlossen. Anspruchsvolle Lieferung. Ja, moin. Apropos, wenn wir schon mal da sind, wir haben gerade so ein paar Tränke aufgebraucht bei den einen. Wie kann ich heute behilflich sein? Flug dahin. Wir nehmen einfach mal alles mit, was du hast. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Haben wir noch irgendwas bei uns, was wir loswerden können? Das ist besser. Die Sachen kennen wir nicht. Schlechter. 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 Oh. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Mit der Toffee auch. Und dann gucken wir uns unsere tollen neuen Sachen doch mal an. Einmal. Oh, Level 24. Da müssen wir ein bisschen noch zurückhalten. Nur ein kleiner und dezenter Unterschied, aber wir nehmen alles mit. Das müssen wir noch identifizieren. Das auch. Okay. Sehr schön. Dann, was haben wir denn noch? Da wird das, da wird das. Ich wäre ehrlich gesagt für Wingardium Leviosa. Dass wir das jetzt auch mal angehen. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Gleich neben Alohomora, was so langsam echt ultra wichtig wird, dass wir mal diese Schlösser knacken hinkriegen. Aber okay. Professor Garlick möchte, dass sich eine Venemosa Tentacula und eine Alraune im Einsatz erprobe. Brauche ich Samen oder Pflanzen, könnte ich Wasserweckerich oder Knollenblätterpilz besuchen. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dann nützlich sein. Okay, an sich kein großes Problem. Wir suchen jetzt einfach mal Wasserweckerich und Knollenblätterpilz. Da oben sieht doch nach so einer Sache aus, oder? Ach, das ist sogar beide. Ich dachte, das sind zwei Geschäfte. Okay. Und sie ist gut. Wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie Holic Prime für Ihren Transport genutzt haben. So, Büchlein, sag mir wo. Ich glaube nur fast, wenn ich hier so ein bisschen querfeldein einen abkürze, dann sparen wir uns keine Zeit, weil hier keine Brücke ist. Aber spätestens hier könnten wir es nutzen. Auf geht's nach Hogsmeade. So. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe.
Flammende Venemose Tinte. Alter, wie teuer ist das denn? Und das verlangen die Lehrer von uns, dass wir das Zeug anbauen. Die müssen aber davon ausgehen, dass die anderen Schüler hier aber auch reinste Millionäre sind. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Jetzt haben wir erledigt. Beschaffte und teste. Beschafft haben wir. Oh, wir hatten ja auch noch so viel davon. Ja, egal. Aber die Araune war wichtig, weil davon haben wir keine. So. Jetzt brauchen wir halt nur noch ein paar Gegner, ne? Warte mal. Natürlich ein Highlight. Das ist hier oben irgendwo. Diese eine Kobold. Ist eine Koboldlager hier wieder respawnt wird quasi. War doch hier draußen irgendwo, ne? Ah, da sieht gut aus. Oder auch. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Was denn für ein Schloss? Vielleicht schaue ich. Was war das? Ich hab das. Lol. Oh, das ist gut. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Ha, bloß eine Nervensäge. Und du kommst wie ein Pinguin. Stufe. Wenn das mal nicht Nora Treadwells Schutz ist. Komm, trink. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Genau. Das dulden sehen, wir hier mal gar nicht. Hast, Merlin. Jo. Komm, trink. Also ich meine, wir können es gerne schon mal aktivieren, dann haben wir es schon mal, also, ne? Aber ich weiß nicht genau, ob wir das schon bedienen können. So. Accio. Levioso. Incendio. Confringo. Ah. Okay, das ist ja doch machbar. Revelio. Okay, wo ist der letzte Stein? Confringo. Damit wäre das erledigt. Huhuhu. Da kommen wir gut durch, muss ich sagen. Mit den Merlin-Sachen. Haben wir da eigentlich mittlerweile schon. Ich glaube hier, ne? Gucken wir mal durch, was wir denn können. Besiege 20 schwarze Magier. Haben wir abgeschlossen. Beschützer-Ensemble haben wir freigeschaltet. Okay, why not? 5 zum Krampfler haben wir. 10 haben wir auch schon. 20 natürlich noch nicht. 30 Kobolde haben wir schon. Die noch nicht. Widerstand gegen Kobold Silber. Okay.
10 Inferi haben wir. 20 noch nicht. Berüchtigte Gegner. 1 von 3. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Maske des rächenden Wolfs. Uiuiuiui. Ist das nur so ein optisches Ding? Hm. 10 haben wir, das haben wir, das haben wir. Noch nicht ganz 40. Okay. Aber auf dem Weg dahin. So. Haben wir hier. 1 von 4. Da sind wir noch nicht weiter. Das hier haben wir aber abgeschlossen. Und da sind wir auch fast durch. Hauptaufträge 2 von 8. Okay. Lohnung für Erscheinungsbedarf. Ja, haben wir. Und haben wir noch nicht. Handbuchseiten. Sammle Handbuchseiten im Hochland. Abgeschlossen, abgeschlossen. Nicht ganz. Wo war denn das mit dem? Muss ich eigentlich auch gewesen sein, oder? Straßenköter. Oh, guck mal, nur noch ein Straßenköter, dann kriegen wir Lupusschutz 2. So, schlecht. Besiege Spinnen, schließe Duelle ab. Herausforderung, berüchtigte Gegner, besiege Inferi, besiege Kobolde, besiege Sumpfkrattler, besiege schwarze Magier. Diese neben der Hauptaufgabe. Geheimnisse von Hogwarts. Diese Prüfung Merlins. Noch eins. Okay. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder Amphibienschutz. Amphibienschutz 2. Oh. Widerstand gegen Koboldsilber. Nekromantenschutz. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Legendäres gepanzertes Gewand. Jetzt geht's oben wirklich ab. Tracht des Hochlandentdeckers. Offiziersmütze. Uli. Wir sollen doch die Alraune einmal einsetzen, ne? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja. Besser, schlechter. Was ist das denn hier für Zeugs? Grün? Oh. Grün. Macht schon Sinn. Wer hier wohl wohnt? Sieht interessant aus. Gibt es ein Achievement? Moment. Falls nicht, ist aber trotzdem eine gute Startrampe, muss man mal sagen. Oh, hier ist ein Gegner unter uns irgendwo. Da. Oh. Ja, nicht die Gegner, die ich jetzt erwartet habe. Komm, Pringo! Komm, Pringo! Confringo, Accio. Bah, Gottes Willen. Incendio. Hör mal, Freundchen. Sonst wird doch hier nicht so einfach. Confringo. Überraschen. Danach gehe ich direkt ins Wirtshaus. Aufgabe erledigt. Extrem. Akio. Incendio. Protego. Magst du meine Leute so töten? Du wirst. Levioso. Akio. Ende den Kampf zügig. Okay. Haben wir auch noch was abgeschlossen hier.
Hallo? Haben sie irgendwas gedroppt? Revelio. Okay, fast unten. Was ist denn jetzt? Ja, meine Güte, was ist denn hier am Flattern? Gerade hier was angezeigt wird. Ah ja, Quatsch. So. Na gut, dann zum Kräuterunterricht zurück. Dann machen wir jetzt aber mal eine Schnellreise, würde ich sagen, Freunde. Das geht einfach schneller. Deswegen heißt es auch Schnellreise, ne? So, Karte von Hock. Nee, Karte von Hock. Karte von Hock? Nee, Hock. Okay. So, this is the way. Astronomieflügel. Dauer, dunkle Verwandlungsruf. Da soll die Aufgabe sein. Das ist die Aufgabe Kartenkammer. Moment. Wir müssen hier hin. Bibliotheksanbau. Zaubertränke, das sieht gut aus. Heute Unterricht am Tag? Ist es Nacht? Da ist aber viel los hier. Darf ich mal? Danke. Ach komm. Lass mich doch über kleine Geländer springen. Erstaunlich, dass es so interessant sein kann, Pflanzen beim Wachsen zu. Oh, ist es nicht süß. Wie wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Ne? Guck mal, wir können unsere Diptamblätter einsammeln. Es wachsen automatisch gleich die nächsten, wir können gar nichts anderes ausfüllen. Okay. Confringo. Psst. Hat keiner gesehen. Gehört es recht nicht. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Und wir lernen das jetzt hier im Schuljahr. Sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Cool. Wir lernen das hier im fünften Jahr. Harry Potter hat es mal einfach ebenso im ersten Schuljahr gelernt. Ne, wobei. Doch, er hat es im ersten gelernt, ne? Ja. Aber er hat ihn nicht gesprochen. Weil laut einem Running Gag hat, glaube ich, Harry Potter, der Zauberschüler, im ersten Jahr nicht einen einzigen Zauberspruch abgelassen. Das haben Ron und Hermine für ihn erledigt. Und andere Lehrer. Okay. So, Wingardium Leviosa. Geht mit A, B, Y, A, X. Okay. Zack. Das Wutscheln und Wählen, Freunde. Der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Ah. Guck mir gerade dieses Video an. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich da unten in dieser einen Grotte, wo wir vor 20 Folgen mal waren oder so, uns das schon geholfen hätte, wenn wir diese Platte da noch ein bisschen besser hätten bewegen können. Aber mal gucken, wie wir uns rausschlagen können. Kontrolliere die Position mit deinen Bewegungen und verwende oben, unten, links, rechts,
um die Distanz und Rotation einzustellen. Ach du Heiligste. Das ist jetzt kein Angriffszauber, kann das sein? Das ist mehr so ein, wirklich nur so Rätsel-Jump'n'Run-Ding. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Professor Garlicks Aufgabe abgeschlossen. Da, da sind die Kisten und ein Nebenraum. Natürlich erstmal ausrüsten. Akio. Vivioso. Welcher ist es denn? Noch zuweisen, oder? Incendio. Das ist schlecht. Da müssen wir drauf achten. Okay. Guck mal, in dem einen war sogar ein Trank drin. Madame, haben Sie doch ein paar mehr Kisten? Ups. Ich würde das jetzt schon mal gerne irgendwie einmal noch üben. Ist auch nichts, womit wir die Kisten reparieren könnten mit Reparo. Also, ah, hier. So, vorsichtig. Aha. Drehen so. An und weg. Huch. Und das Ding folgt uns einfach. Ich sehe nichts mehr. Okay, kann man verwenden. Ist jetzt gar nicht so. Lange noch? Noch 5 Minuten, okay. Ist gar nicht so kompliziert. So siehst du wohl. Ich würde sagen, wir haben einen guten Fortschritt gemacht, auch ohne Tony Hode. Die Aufnahme-Session ist jetzt mal, würde ich sagen, für heute für mich durch, weil es ist 2.42 Uhr in der Früh. Wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann müsste auch der Toni wieder mit dabei sein. Ich hoffe, er hat eine angenehme Geburtstagsparty gefeiert mit seinen ganzen Kollegen. Alter, wie viel schleppt der eine Schüler mit sich rum? Hast du mal was von Termines Handtasche gehört? Das innen größer als außen. Muss ich nicht so abschleppen mit. Na gut, wenn es euch gefallen hat, ne, gerne Däumchen, ist ein Träumchen und so weiter, wisst ihr Bescheid. Und was auch ein Träumchen wäre, wenn ihr auf den Discord-Server vorbeikommt, einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Wingardium Leviosa und so weiter, ne? Und dann Jack Sparrow, in Anführungszeichen Jack Sparrow, aber es war mal was anderes nach den ganzen Hoodie-Kunden und so weiter. Mal ein bisschen was Neutraleres tragen, dachte ich mir. Und schleppst du das hier im Kreis? Moment. Die Geduld bringen wir mit uns. Ich will jetzt tatsächlich den ersten NPC gefunden, der hier wirklich nur im Kreis rennt. Sieht ein bisschen verdächtig danach aus, ne? Wo bleibst du denn? Weg. Wo sind die jetzt hin? War das einer von denen? Nee.
Ja, ist weg. Egal. Ja, ne? Boah. Den Leuten die Bücher wegschnippen können wir trotzdem nicht. Egal. Wir werden schon nur unseren Spaß mit Wingardium Leviosa haben. Macht's gut. Tschüss.